Hallo, heute gibt es meine Rezension zur Geschichte eines neuen Namens von Elena Ferrante, das wieder im Suhrkamp Verlag erschienen ist und wie ich finde wieder ein wunderhübsches Cover bekommen hat. Geht ja gut los. Das Ganze ist ein ganzes Stück dicker als der erste Band, also der hier hat um die 600 Seiten. Ich meine, der erste hätte um die 400 gehabt. Und ja. Ich sage euch gleich mal vorab, dass diese Rezension spoilerfrei bleiben wird. Das heißt, ihr könnt sie euch auch gerne angucken, wenn ihr den ersten Band noch nicht gelesen habt und wissen möchtet, ob die Reihe mit dem zweiten Band schon schlechter wird, ob man sich das sparen kann, wie auch immer. Und wenn ihr den ersten Band schon gelesen habt, geht euch ja auch nichts verloren. Also, wir verfolgen hier weiterhin das Leben von Lila und Elena, den beiden Freundinnen aus dem ersten Band, die jetzt so im Jugendalter sind. Und man muss schon sagen, finde ich, dass dieses Buch nochmal ein bisschen anders ist als der erste Band. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig ereignisreich. Wir haben hier nicht eine Wendung und einen Spannungsmoment nach dem anderen, sondern ich finde, es ist vielmehr eine Charakterstudie, auch eine Studie der Zeit, der Rolle der Frauen damals, also gerade was so Beziehungen, Ehe, die Frage der Familiengründung betrifft, und dementsprechend ist es ein eher ruhigerer Erzählton. Ich finde, das war im ersten Band auch schon der Fall, aber jetzt im zweiten nochmal mehr, worauf man sich einfach ein bisschen einlassen muss sozusagen, was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat. Während der erste Band noch Meine geniale Freundin heißt, finde ich, dass man im zweiten Band nicht mehr so richtig davon sprechen kann, dass Elena und Lila so eine richtige Freundschaft führen. Also das Ganze hat im ersten Band schon so ein bisschen gebröckelt. Es war nie einfach zwischen den beiden, das kann man mit Sicherheit so sagen. Und jetzt im zweiten Band noch mal mehr. Neid, Eifersucht spielen eine ganz große Rolle. Die beiden verstehen sich oft nicht so richtig, die Entscheidungen, die die andere trifft. Es driftet immer mal wieder auseinander. Man unterhält sich über längere Zeiten gar nicht mehr miteinander. Und die Vorstellungen, wie man sein Leben führen möchte, die gehen einfach irgendwann relativ weit auseinander. Und sie finden immer wieder so ein bisschen zueinander. Und dann geht es wieder so ein bisschen auseinander, machen sich gegenseitig auch viele Vorwürfe zwischendurch, vieles bekommen sie auch nur über Gerüchte mit. Also gerade in diesem Rione, wo die beiden wohnen, wie es immer so ist, ne? Wie es in jedem Dorf ist und in, keine Ahnung, in manchen Ortsteilen, was auch immer. Es gibt viel Gerede, es gibt viele Gerüchte, das ist auch in diesem Fall so. Man weiß nicht, was kann man so richtig glauben. Das finde ich übrigens als Leser auch ganz gut. Also gerade wenn man denkt, okay, oh, diese Person ist ja wirklich ganz, ganz furchtbar und was macht sie da? Und ich verstehe das überhaupt nicht und man beginnt sich schon so ein bisschen abzuwenden. Dann erlebt man irgendwann die Geschichte aus der Sichtweise der handelnden Person und dann ist es zwar meistens immer noch nicht so, dass man sagt, okay, ich verstehe zu 100%, was du machst und würde es genauso tun, aber man hat doch irgendwie mehr Verständnis. Man hat nicht dieses Schwarz-Weiß. Das war auch schon im ersten Band der Fall und das mag ich ja immer sehr, sehr gerne. Man hat hier relativ unbequeme Protagonisten, das muss man ganz klar sagen. Also ich habe jetzt niemanden, den ich zu 100% sympathisch finde, wo ich jede Entscheidung verstehen kann und denke, ja, das könnte auch mein Freund oder meine Freundin sein. Das ist alles schon, ja, unbequem. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen. Es ist aber auch kein einfaches Leben. Es sind alle sehr ärmlich. Jeder muss gucken, wie er irgendwie zu Rande kommt. Das ist nicht so einfach. Auch die Liebesgeschichten sind nicht einfache, romantische, nette Liebesgeschichten. Also das muss man sich schon auf jeden Fall bewusst machen. Die Sprache trägt das Ganze wieder wahnsinnig schön. Also man ist sofort wieder mitten im Geschehen. Man erinnert sich auch daran, was vorher passiert ist. Man hat alles absolut bildlich vor Augen. Aber es ist schon düster und nochmal düsterer als der erste Band. Und darauf muss man sich so ein bisschen einlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche es vielleicht auch ein bisschen vielleicht langweilig fänden zwischendurch, aber ich mochte es genau auf diese Art und Weise sehr, sehr gerne. Und das Leben ist eben nicht immer nur ein Spannungsmoment nach dem anderen. Das haben wir hier auch und es gibt viele Enttäuschungen und es ist eigentlich für die meisten kein schönes Leben und kein angenehmes Leben. Aber so ist es eben. Man hat dort nicht die Chancen, die vielleicht andere haben. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, jetzt gerade mit den Verbandelungen, Familiengeschichten etc., dass man da jede Intrige versteht und alle Vorgänge versteht. Da muss man schon ganz aufmerksam lesen, aber es ist trotzdem weiterhin so, dass ich jetzt nicht immer wieder zur Familienchronik auf der ersten Seite zurückblättern muss, um zu verstehen, wer wer ist und was da vor sich geht. Ja, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Also es hat von mir
4 Sterne bekommen, der erste hatte 5 Sterne bekommen. Die 4 Sterne waren jetzt eben doch wegen des etwas langsameren Erzähltempos, weil man zwischendurch natürlich vermutlich noch ein bisschen mehr hätte bringen können oder ein paar Seiten weniger hätte haben können. Aber dennoch hat es mir beim Lesen sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich bin absolut in die Geschichte eingetaucht. Kann es euch ans Herz legen, wenn ihr den ersten Band mochtet. Wenn ihr den ersten Band nicht so gerne mochtet, weiß ich nicht, ob euch der hier begeistern wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eben noch mal ein bisschen langsamer, düsterer wird. Es ist wirklich sehr, sehr viel um die Beziehungen zwischen den handelnden Personen geht und nicht so sehr darum, die Geschichte voranzutreiben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da muss man natürlich für sich überlegen, ob das, was man für ein Leser ist, ob das für einen genug ist. Und für mich war es in dem Fall genug, wegen der Sprache, weil ich die ganze Geschichte einfach gerne mag und weil ich das so, wie es dort passiert, als unglaublich realistisch empfinde, auch für die damalige Zeit. Auch wenn man es manchmal doof findet und wenn man manchmal denkt, was machst du denn da und was soll denn das und warum tust du dir das an und den Menschen in deinem Umfeld? Und man wird manchmal wirklich wütend. Und dennoch glaube ich, dass es sehr, sehr nah dran ist an dem, was gerade in solchen armen Vierteln auch passiert oder passiert ist zur damaligen Zeit. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr es mochtet. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf die nächsten Bände. Ich freue mich sehr, dass die beiden Folgebände jetzt auch dieses Jahr noch erscheinen. Ich glaube, der nächste kommt im Mai. Und ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Es ist natürlich ein bisschen schwer, eine Rezension zu einem Folgeband zu drehen, aber ich denke, es ist immer noch ganz interessant zu hören, ob es sich lohnt, weiterzulesen oder nicht. Schreibt mir gerne, was ihr von der Reihe haltet. Habt ihr den ersten Band gelesen oder nicht? Mochtet ihr ihn? Das Ganze polarisiert ja ziemlich. Ich werde weiterlesen, ich freue mich drauf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!